Auf in den Kampf! In einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones. Nein, du greifst auch den an. Du schnappst ihm mal deine andere Waffe. Und greifst den an. Und du machst mal Schildschnappen an den. So. Ansonsten machen wir jetzt hier mal ein schönes Grollen aus der Tiefe. Du kannst mal das machen. Du machst mal gegen den mal eine Sandsäulen-Schlag. Alter! Aber das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht zu schaffen hier. Nee, das wird so nicht. Dazu sind die drei. Das sind drei übelst ewig starke Ritter. Die kriege ich so nicht down. Ich hoffe mal, es gibt die Möglichkeit, hier eine Alternativroute zu suchen. Nee, warte. Hier ist nicht lang. Kommt man hier nicht durch. Das finde ich doof. Das muss mir jetzt nicht unbedingt gefallen. Aber da komme ich... Alter, das schaffe ich doch nicht. Ich muss ins... Ach, ich muss hier ins dritte Stockwerk. Ich schaffe es nicht gegen diese Wachen. Ist relativ ausgeschlossen. Wie will ich es gegen diese Wachen schaffen? Ich bin nicht der Meinung, dass ich das... Hä? Ach so, irgendwo hier über mir ist das. Hier noch irgendwo was? Wie ihr seht, ich bin hier gerade relativ planlos. Was mit hier oben eigentlich? Hier keine andere Möglichkeit. Ach, hier kommen wir wieder. Abgeschlossen. Ah, natürlich gibt es keine andere Möglichkeit. Es will doch nicht lang. Also, ich komme da ja auch nicht lang. Och Mann, hey. Aber wie will ich... Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Aber das Spiel erwartet von mir, dass ich das schaffe. Fuck
mit dir, du dreckiges Vieh! Alter, wir sind ja auch empfindlich hier. Anderen Weg gibt's. Warte mal, gibt's vielleicht hier noch irgendwie einen. Ja, warte mal, wo war denn das? M? Ich muss auf der Map gucken. Hier irgendwie. Hier vielleicht ein Hund irgendwie, Alter. Ach ja, hier war das, wo Moos festgehalten wurde. Hehe. Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Hoffe ich. Wahrscheinlich ist es nicht die Lösung. Ach nein, ah. Das, ich glaube, das war hier nur, dass ich Garvin befreit habe. Scheiße, ich will mich nicht hier durchkämpfen. Weil gegen die schaffe ich das doch nicht. Warte, ich kann ja noch mal Inventar. Nee, warte. Den nicht B. C. Ach ja. Okay, vielleicht schaffe ich ja so. Ich glaube, Elitekrieger, Verteidigung. Ich glaube, Elitekrieger. Das passt am besten. Elitekrieger. Auswählen. Ja. So. 6 Punkte übrig. Statur eines Kriegers. Schlitzer. Ja, wunderbar. So, Leibwechsler. Ich brauche irgendwas Gutes für einen Kampf. Blutung, okay. Wildheit wecken. Einschüchterung für 8 Sekunden, Bellen, Beharrlichkeit, Lebenskraft. Brechung und Schaden. Jo, das und das. Finde ich gut. Kampf, ah ja. Können ja jetzt hier ordentlich aufwerten. Ich habe jetzt hier einen Kriegshammer noch, ne? Hm. Streitkolben wären natürlich besser. Ich mache einfach mal, dass ich quasi voll auf Stangenwaffen und schwere Rüstung gehe. Ich probier's einfach mal. Elitekrieger habe ich. Beherrschung. Habe ich keine Fertigkeitenpunkte übrig. Okay. Ja, Kampf. Hm. Charakterzüge. Bluthund. Hm. Hm. Ah, okay. Moralapostel. Ich will einfach kein Moralapostel sein. Schau, gucken wir mal zu Alistair. Ja, bestätigen. So. Kunst der Flucht. Gott der Flamme. Nostalgisch. Kampfpunkte. Wir haben aktuell ein Schwert, oder?
Oder nee, haben wir einen aktuellen Schwert und eine Kurzklingenwaffe? Ich glaube, wir haben eine. Gucke ich gleich mal. Ach ja, wir können ja eine neue. Ich kann das abgebrühter Mörder. Kampfrausch. Nee, Verwendung von zwei Waffen. Jo, das nehme ich. Verstärkt meine aktuelle. Fertigkeitenpunkte. Erstmal hier. Meisterhafter Giftmischer. Okay. Ah. Oh. Rollor. Was haben wir bei Rollor noch? Brandbeschleuniger, regenerative Hitze. Wahnsinnig für 10, grelles Licht. Wahnsinnig für 10 Sekunden. Okay. Kann den Gegner. Wiedergeburt. Das ist doch gut. Nehmen wir mal das. Okay, den Rest müssen wir mal gucken hier. Ach ja, Attribut. Ne, Attribute. Morse. Ja, Morse können wir einen Attributspunkt. Stärke. So. Jetzt mal noch kurz gucken hier. Ich bin im Kampf nicht sonderlich gut. Das weiß ich. Art durchbohrend. Also ist das eine Kurzklingenwaffe, ja? Alistair? Könnt ihr den hier nicht drehen? Nein. Okay, aber es ist eine Kurzklingenwaffe. Nein, C. Da. Alistair. Kampf. Kurzklingenwaffen. Mittlere Rüstung. Ah. So. Ja, wir sind jetzt hier und probieren's noch mal. Scheiße hier. Gott. So, du machst gleich erstmal Schild schnappen. Das ist vielleicht eine gute. Das ist eine, eigentlich eine ganz gute Idee hier. Erstmal ein brutaler Schlag und so umhauen. Alter, was hat der? Alter! Der braucht als allererstes mal hier regenerative Hitze. Flächen. So, jetzt hier, da. Ja, da. Hier, du tust den erstmal umwerfen. Nicht genug Energie. Egal. Aber es ist zu schaffen, ja?
Glitzern sehen Augen und brutaler Schlag, ja. Was? Hä? Hä, wie da? Es sah... Und ich hab ne... Nein, ich hab für meine Veränderung ein Quicksave gemacht. Egal. Ich versuch diesen Kampf jetzt nochmal. Man sieht, es geht. Es geht. Irgendwie. Oh, die Kämpfe hier in dem Spiel regen mich auf. Also das ist etwas, da hätte ich mir auch gewünscht, dass man da ein bisschen mehr verändern, dass man da ein bisschen mehr umgehen kann. Elite-Krieger auswählen. Ja. Oh, was hatte ich hier gerade alles ausgewählt? Das einmal. Okay, warte. So, das, so. Wundenlecker wusste ich ja nicht, was das ist für eine Fertigkeit. Leibwechsler. Genau, umwerfen, das und... Umwerfen. Okay, eine Kehle durchbeißen war es gar nicht. Umwerfen auf jeden Fall. Eigentlich, ja, Kehl durchbrechen muss ich eigentlich mal machen. Dann gleich so im Kampf und so. Kampf, hier wollte ich ja alles auf. So und nun. So, den Rest auf schwere Rüstung. So. So, und Beherrschung. Beherrschung habe ich nichts weiter. Okay, Alistair. Bestätigen. Der kriegt abgebrühter Mörder. Und Alistair ist ein abgebrühter Mörder. Rollo kriegt er auch noch. Genau, Wiedergeburt hat man da. Ermordung kriegt er auch noch was. Boshaft. Angriff, Lebenshunger. Oh, wenn eure Lebenskraft unter 50% steigt, das passiert sehr schnell. Unbeugsam. Oh, das ist gut. Das brauche ich als nächstes. Okay. Kampf, ja. Kurz Klingenwaffe. Mittlere Rüstung. So. Ja, bestätigen. Und zurück zum Spiel. Ich will in dieser Folge dieses verflixte Ding schaffen. Und gleich erstmal ein Schild schnappen. Das macht mir nur erneut mal wieder Sorgen. Den hier sollte ich vielleicht irgendwie mal unterbrechen. Und der kriegt auch eine Unterbrechung reingezimmert. Dann auch wackelt hier. Noch mit Sand in den Augen. Was?
Wieso ist der... Hilfe. Der arme Hund. Erstmal regenerative Hitze. Und ich habe wieder nicht gespeichert, oder? Ich krieg hier die Krise. Gut. Ich versuche das ein andermal. Ich mache jetzt das nochmal, so, aber außerhalb der Aufnahme. Und ich versuche das hier noch, ich versuche das hier ein andermal. Ich komme mit den Kämpfen mir einfach nicht klar. Nicht so wirklich. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass ich nicht genau sehe, wie viel Leben einer hat. So. So. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.